Was gibt's eigentlich Geileres als ein langes weihnachtliches Action-Adventure oder stundenlange Couch-Koop-Sessions mit Oma, Opa und den Cousins vom Tannenbaum und Kerzenschein? Die besten Weihnachtsgames präsentieren wir euch deshalb in diesem Video. Vorher aber erstmal eine grundsätzliche Überlegung. Was soll das eigentlich sein, ein weihnachtliches Videospiel? Nun, wir haben uns da drei Kategorien überlegt. Am naheliegendsten natürlich, das Game spielt an Weihnachten oder wenigstens im Winter. Es gibt aber Spiele, die uns auch ohne Jingle Bells Ballast mit weihnachtlichen Vibes verzaubern. Das tun sie, indem sie besinnlich sind, mit einer einzigartigen Atmosphäre, die irgendwie zum Nachdenken anregt. Dritte und letzte Kategorie, die ein Game erfüllen muss, um für uns in der Inside PlayStation Redaktion in einem Atemzug mit Gans und Glühwein genannt zu werden, ist Gemütlichkeit und Entspannung. Welche Spiele sich vor dem Hintergrund unserer erfundenen Kategorien einen Platz auf der Festplatte unseres schwarz-weißen Gaming-Messias verdient haben, erfahrt ihr jetzt. Wolkenkratzer Bronx und Liberty? Das ist New York City. Hier sorgt der junge Miles Morales für Ruhe, Recht und Fairness. Als Spider-Man schwingt er durch Häuserschluchten und beraubt Gangstern ihrer Zufluchten. Im Big Apple zur Weihnachtszeit stimmt in diesem Game jedes Bit und Byte. Schön sieht's aus in der verschneiten Metropole, besonders auf der PS5-Konsole. Flottes Gameplay, allemal ein cooles Kampfsystem, genial. Auch die Story, wunderbar. Ja, das Game ist und bleibt die beste Weihnachtswahl. Na, was sagt ihr zu unserem kleinen Gedicht? Hat's euch gefallen? Dann lasst mal ein Like da. Und wenn nicht, dann auch. So, genug von weihnachtlicher Großstadtromantik. Denn ein Winter Wonderland bedeutet auch, der klassische Zwischen-den-Jahren-Blues steht an. Sentimental werden ist da ja meistens irgendwie unvermeidbar. Und aus unserer Sicht lässt sich diese Zeit eigentlich mit kaum einem anderen Game besser verbringen als mit Spiritfarer. In dem 2D-Plattformer geht es nämlich hauptsächlich um die Themen Sterben, Tod und Verabschiedung. Puh, klingt erstmal hart und ist es irgendwie auch. Aber so vom Zugang her dann doch ziemlich charmant, liebenswürdig und bittersüß. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Stella, der neuen Spiritfarer, deren Aufgabe es ist, Menschen in den letzten Momenten vor dem Tod zu begleiten. Genauer gesagt, um 11 anthropomorphe Wesen, wie einer Hirschdame, die mit dem ein oder anderen Problem im irdischen Leben noch nicht abgeschlossen haben, was sie vor dem finalen Check-in im Jenseits abhält. Der wirklich atemberaubend schöne Grafikstil tut dabei sein Übriges, um dem Thema mit einem Hybrid aus Ernsthaftigkeit, Komik und Hoffnung zu begegnen. So nah war ein 2D-Plattformer mit Aufbau und Metroidvania-Elementen wirklich selten an philosophisch-existenziellen Fragen. Also genau das Richtige für Weihnachten, denn da hat man ja bekanntlich mal so richtig schön Zeit zum Nachdenken. Darüber hinaus ist das Game im Spielekatalog von Extra und Premium zu finden. Wir haben ja an Weihnachten oft Bock, mal wieder schön das Lasso rauszuholen. Und das geht ja bekanntlich bei Red Dead Redemption 2 ziemlich gut. Darüber hinaus ist das Spiel ja wirklich ziemlich umfangreich und nahezu die beste Cowboy-Simulation, die es da draußen so gibt. Deshalb muss man auch gar nicht groß die über 50 Stunden dauernde Story spielen, sondern kann auch einfach stundenlang durch den Wald reiten und so ganz eigene Abenteuer und viele spezielle Situationen erleben. That's for you. Und klar, dabei gibt's auch ordentlich Action, allerdings strahlt das Spiel aufgrund der chilligen Behäbigkeit und der unfassbar detailreichen und realistischen Welt, in der es unglaublich viel zu entdecken gibt, eine großartige Ruhe aus. Ja, der Cowboy-Alltag in der Natur kann uns über die Feiertage hervorragend entschleunigen und entspannen. Ah ja. Fast exakt das gleiche gilt, by the way, auch für The Elder Scrolls 5 Skyrim. Gut, vermutlich müssen wir euch zu dem Rollenspielklassiker jetzt nicht mehr allzu viel verraten. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Soll ja Leute geben, die das Teil auf einem Kühlschrank installiert haben. Auf einem Kühlschrank! Naja, aber da das Spiel jetzt auch bei PS Plus zu finden ist, solltet ihr Himmelsrand wirklich nochmal einen Besuch abstatten. Besonders, wenn ihr die Chance habt, auf einer PS5 zu zocken. Ihr erinnert euch bestimmt mit genau der gleichen Nostalgie an euer erstes Mal Dovahkiin wie an euer erstes Mal Snake auf dem Nokia 3310. Und vor allem gemütliche Nostalgie darf an Weihnachten ja bekanntlich nicht fehlen. So, damit hätten wir Gemütlichkeit und Action-Adventure quasi in einem Rutsch abgehakt. In beiden Games kann man sich richtig krass verlieren und ultra tief drin versinken. Das geht aber natürlich auch mit aktuellen Games wie zum Beispiel Elden Ring
oder God of War Ragnarök. Aber wir dachten uns, die beiden Kandidaten habt ihr dieses Jahr bestimmt schon das ein oder andere Mal über den Flimmerkasten gejagt, oder? Schreibt mal in die Kommentare, welches von den beiden Übergames euer Liebling 2022 war. Jetzt fehlen uns nur noch fesselnde Koop-Games, an denen auch Vatern und Oma Spaß haben. Und gerade für Ersteren dürfte der neueste Ableger der Lego Star Wars Reihe geeignet sein. Denn da wird nochmal die ganze Skywalker-Saga nacherzählt, was bestimmt auch bei älteren Semestern voll auf die Nostalgiedrüse drückt. Ach ja, damals, als Star Wars 4 ins Kino kam und Papa Mama Popcorn ausgegeben hat. Naja. Und das Game ist im Gegensatz zu den anderen Lego Star Wars Spielen grafisch und vom Gameplay ordentlich aufpoliert, macht aber genauso viel, wenn nicht sogar mehr Spaß im Koop. Und die ganze niedliche Spielzeugoptik und die süßen Jokes sind auch für die ganz kleinen Zocker und Zockerinnen unter uns geeignet. Und was gehört noch so zu Weihnachten? Richtig, der ganz, ganz große Schmachtfetzen à la Sissy, Dr. Zhivago oder Texas Chainsaw Massacre. Nur konsequent also, auch auf der PlayStation komplizierte Beziehungskisten auseinander zu klamüsern. Dafür eignet sich It Takes Two, zweifelsfrei das beste Koop-Spiel aller Zeiten. Da gibt's eigentlich keine zwei Meinungen. Kurze Story, das Ehepaar Cody und May will sich scheiden lassen. Und wir alle wissen, die Ehe ist das schwierigste Koop-Spiel aller Zeiten. Und zwei, drei wundersame Vorgänge später befinden sich die beiden in den selbstgebastelten Spielpuppen ihrer Tochter wieder und müssen durch äußerst effiziente Zusammenarbeit zurück in ihre normal großen Körper und nebenher ihre Beziehung reparieren. Also schön weihnachtlich kitschig. Die Aufgaben sind dabei das Lösen von Rätseln oder auch wirklich abgedrehte Bosskämpfe. Die verschiedenen Fähigkeiten der beiden Protagonisten, verliehen vom Liebesbuch Dr. Hakim, ergänzen sich dabei so gut, dass das Game einfach nur unfassbar gut float. Deshalb lässt sich It Takes Two auch nur zu zweit spielen. Also am besten Mama und Papa vom Screen platzieren, dann wird's auch wieder mit dem Haussegen. In diesem Sinne wünschen wir aus der Inside PlayStation Redaktion schöne Feiertage und eine PlayStation-lastige Zeit. Damit ihr aber auch über die Feiertage mit heißen PS-News versorgt bleibt und ihr Material für eure Zockvorsätze 2023 findet, abonniert doch unseren Kanal und lasst uns ein Like auf gute Zusammenarbeit im nächsten Jahr da. Fröhliche Weihnachten und ciao!